Und herzlich willkommen auf dem Kanal Flaschenbauer. Ich bin's wieder, eure Steffi. Heute zeige ich euch, wie ihr eine leckere Knoblauchbutter mit Schnittlauch selber machen könnt. Und sogar zwei Sachen gibt's heute. Eine Lachscreme gibt's noch dazu. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie die zwei Sachen funktionieren, dann bleibt jetzt dran und schaut mir zu. Bis gleich! Was ihr dafür braucht, das zeige ich euch jetzt. Und zwar wird es ja einmal eine Knoblauchbutter geben mit Schnittlauch und einmal wird es eine Lachscreme geben. Für die Knoblauchbutter braucht ihr 250 Gramm Butter, ihr braucht 4 Knoblauchzehen und einen halben Bund Schnittlauch. Dann braucht ihr ein bisschen Salz und eine Knoblauchpresse. Ganz wichtig. Dann braucht ihr für die Lachscreme einen halben Bund Dill. Dann braucht ihr 200 Gramm Frischkäse, einen Teelöffel Sahne-Meerrettich und 100 Gramm Lachs. Räucherlachs am besten. Genau, aber jetzt zeige ich euch als erstes mal, was ihr machen müsst, um eine leckere Knoblauchbutter rauszubekommen. Und zwar nehmt ihr euch hier die 4 Knoblauchzehen und schält die als erstes mal. Ja, wie ihr sehen könnt, die Knoblauchzehen, die habe ich jetzt geschält. Und jetzt kommt meine Knoblauchpresse zum Einsatz. Hier gebe ich die Knoblauchzehen einfach rein und presse sie in meine Schüssel. So, den Rest, was ihr hier als Abfall übrig habt, gebe ich einfach zur Seite. Genau, so, jetzt haben wir hier den Schnittlauch. Den nehmen wir mal. Den habe ich schon gewaschen. Und den schneiden wir jetzt einfach klein. So in kleine Röllchen. Ihr könnt euch auch von den Röllchen ein bisschen was übrig lassen, was ihr dann nachher obendrauf als Deko auf die Gläser praktisch obendrauf macht. Sieht immer ganz nett aus, finde ich. Ja, und wie geht's euch so bei dem warmen Wetter? Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr so treibt. Gerade am Wochenende. Jetzt kann man ja Gott sei Dank wieder ein bisschen mehr unternehmen. Ja. Ich hoffe, man merkt es mir nicht an, dass mir sehr warm ist. Aber ich denke, man sieht es nur nicht so arg. Jetzt sind hier meine kleinen Schnittlauchröllchen und davon gebe ich jetzt fast alles rein. Wie gesagt, ein bisschen was lasse ich übrig, dann oben zur Deko. Genau. Einfach um das bisschen schöner zu garnieren. Ja, jetzt habe ich alles hier in meiner Schüssel drin und jetzt gebe ich hier einfach noch die Butter mit rein. So. Stelle ich jetzt mal kurz beiseite. Und jetzt mache ich das Ganze mit meinen Händen untereinander. Die Butter, da ist wichtig, dass sie so ein bisschen Zimmertemperatur hat, also dass sie nicht komplett hart ist, weil sonst wird es schwierig beim Untereinander machen. Ja, ich mache es jetzt gerade von Hand für die Leute, die zu Hause keine Küchenmaschine haben. Und ich finde, es ist auch eine gute Alternative. Ansonsten, wenn man natürlich gerade eine Küchenmaschine zur Hand hat, kann man das auch gerne mit der Küchenmaschine machen, aber also ich finde, für so eine kleine Portion, da kann man auch gerne mal sich die Hände schmutzig machen. Und da ich ja, wie gesagt, der, wo mich jetzt schon länger verfolgt oder uns, der wird es mitbekommen haben, dass wir ja nicht in unserer eigenen Küche gerade drehen, weil die im Umbau ist, beziehungsweise ja, wenn alles gut läuft, wird die so im August eingebaut und dann können wir auch endlich wieder bei uns in unserer eigenen Küche die Videos drehen. Da freue ich mich ganz, ganz, ganz arg drauf, wenn ich euch dann auch die Küche das erste Mal präsentieren kann. Genau, jetzt wasche ich ganz kurz meine Hände und dann kann man es schon abfüllen in die Gläser. Ja, ich würze das jetzt noch ein bisschen, weil jetzt schmeckt es natürlich extrem nach Knoblauch und nach Butter.
Ich gebe jetzt einfach noch ein bisschen Salz mit dazu. Und dann kann man das ja individuell auf dem Brot dann auch nochmal nachwürzen. Oder zum Fleisch oder so. Genau. Jetzt habe ich hier meine Löffel. Und fülle das jetzt einfach in mein Glas. So, wie ihr sehen könnt, ich habe alles richtig gut reingebracht in mein 370 ml Sturzglas von Beck. Und ja, jetzt gebe ich hier einfach ein bisschen den Schnittlauch mit oben drauf. Und dann sieht das Ganze doch richtig fein aus. So, dann kommt es jetzt in den Kühlschrank, bis man es dann braucht. Ja, jetzt geht es auch direkt weiter mit der Lachscreme. Wie gesagt, ich habe hier meinen halben Bund Dill, ich habe hier 200 Gramm Frischkäse und ich habe 100 Gramm Räucherlachs. Und natürlich braucht ihr einen Teelöffel Sahne-Meerrettich. Ja, als erstes nehme ich mir jetzt den Dill und zupfe den jetzt hier ab und schneide den dann so in ganz feine kleine Stückchen. Das mache ich jetzt mal. Und wenn ich die kleinen Stückchen geschnitten habe, dann gebe ich das in meine Schüssel und dann geht es auch gleich schon weiter. Ja, der Dill, der ist jetzt fein geschnitten, den gebe ich jetzt hier mit rein. So. Dann kann man eigentlich auch direkt schon den Frischkäse mit reingeben. Teelöffel Sahne-Meerrettich, dass man auch gut riecht. Und dann müssen wir jetzt noch den Lachs ein bisschen kleiner schneiden. Das machen wir jetzt mal noch. Es wird ja dann gleich eh püriert, aber einfach, dass es so ein bisschen kleiner geschnitten ist. Ja, der Räucherlachs, der kommt jetzt auch damit rein. Und dann wird das Ganze püriert. Let's go! Ja, meine Creme ist fertig und auch hier habe ich wieder die 370 ml Gläser. Und da fülle ich das jetzt einfach mit rein. Und jetzt bin ich eigentlich schon am Ende unseres Videos angelangt. Hier seht ihr einmal die Lachscreme und einmal die Knoblauchbutter mit Schnittlauch. Ja, das war's eigentlich schon von meiner Seite. Das ging jetzt echt rucki-zucki, ratzfatz. Und wie gesagt, wieder für einen schönen Grillabend oder so ist das einfach die perfekte Lösung, um eine leckere Creme zu haben. Und gerade auch so eine Knoblauchbutter passt ja mega gut zum Brot oder zum Fleisch und auch Lachs, finde ich, kann man vielseitig einsetzen. Ja, dann freut es mich, dass ihr mir wieder zugeschaut habt und an der Stelle wollte ich mich auch mal bedanken, dass wir jetzt schon so viele Abonnenten haben. Wir haben schon über 600 und das freut mich wirklich ganz, ganz arg, dass wir so viele haben und dass euch die Videos gefallen. Und vergesst bitte nicht, immer schön den Daumen nach oben zu machen, uns ein Like da zu lassen und auch fleißig zu kommentieren. Ja, vielen Dank dafür. Dann bleibt mir bitte gesund und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, eure Steffi. Ciao.